Jetzt aber in den Keller, denn dort befindet sich die gesamte Technik für das Zusammenspiel aus Tiefenbohrung, Sonnenstrom und Speichermedien. Also im Zuge des Projekts wurde ja die Heizung erneuert, von einer Ölheizung auf eine Wärmepumpenheizung. Wie sind denn da die Erfahrungen? Also ganz toll. Also ich muss sagen, ab Beginn sofort super gelaufen. Also wir haben ein ganz angenehmes Raumklima jetzt, seit es ist, weil die Ölheizung war nicht so fein zum Regulieren. Das Werkel läuft super. Es ist kostengünstig, sauber. Was anderes kann man nicht sagen. Das Heizsystem, Sirge, ist da eine Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatorenheizung. Das in Verbindung mit der Wärmepumpe. Was gibt es denn da für eine Erfahrung? Super gelöst. Also das funktioniert hundertprozentig besser als wie vorher mit der anderen Regelung. Also die Wärmepumpe kann beides 100% abdecken. Perfekt. Der Strom, der die Photovoltaikanlage erzeugt, wird ja einerseits sofort verbraucht, aber eben auch gespeichert. Sind gerade diese Speicher, warum sind es diese Speicher geworden und wie sind da die Erfahrungen? Ja, also die gesamte Erfahrung ist ganz einfach die, dass als erster wird mal verbraucht, je nachdem, ob es die Saunas, Autos, Haus, die Wärmepumpen ist. Das ist einmal das Wichtigste. Der Rest wird dann eingespeist und mit dem komme ich dann, ich sage mal, drei Viertel vom Jahr über den ganzen Tag und über die Nacht drüber. Im Winter schafft man es nicht ganz, natürlich, weil die Sonnenstunden nicht dementsprechend sind. Und es ist wirtschaftlich für mich eine ganz tolle Sache, weil, wie gesagt, meine Kosten haben sich enorm reduziert. Also ich bin ungefähr bei 30 Euro im Monat. Energiekosten fürs Autofahren, fürs Heizen, Brauchwasser und für den Strom. Und neben der Technik im Keller gibt es natürlich auch noch interessante Features am Tablet. Diese zeigen genau, wie viel Strom man im Moment verbraucht und wie viel erzeugt wird. Wenn man jetzt an die Energiebilanz des ganzen Projektes denkt, wie schaut denn die jetzt aus? Ja, insgesamt, wenn man sich das anschaut, ist sehr, sehr gut. Also wenn ich hergehe und wie man da sieht, verbrauchen wir jetzt momentan 4,3 kW. Von der Sonne kriegen wir die und 8 verbrauchen wir. Insgesamt sind wir 100% autark. Das heißt also, momentan mit Autoladen verbrauchen wir nichts von Netz. Beeindruckende Zahlen, die uns hier also gezeigt werden. Und es macht auch ehrlich gesagt viel Spaß, ein sogenannter World Changer zu sein. Pro Jahr werden hier in Koppel 9,5 Tonnen CO2 eingespart. Also im Sommermonat sind wir ungefähr bei 95-98% Autarkie. Und wenn ich einen Wintermonat hernehme, den Dezember, da bin ich bei 40% und jetzt bin ich knapp bei 45%, weil wir natürlich einen schönen Jänner haben mit viel Sonne. Auch die Salzburg AG kann Ihnen bei einem solchen Projekt ein Stück weiterhelfen. Einerseits durch unsere unabhängigen Experten der Energieberatung, andererseits statten wir Ihr Eigenheim mit dem Salzburg AG Sonnendach aus. Mit diesem können Sie in 3 Schritten Teil der Energiewende werden. Wenn Sie grünen Strom nicht so wie in diesem Fall in Koppel selbst erzeugen können, dann ist das auch kein Problem, denn die Salzburg AG bietet sauberen Strom aus 100% erneuerbarer Energie an, also Energie, die unser Klima schützt. Dust to dust, no dust near.